Ja, dieser schöne neue Spielplatz im Franke-Park ist eines der ersten Bauvorhaben für die neue Mitte-Tempelhof, das tatsächlich realisiert wurde schon. Für mich als die Stadträtin für Grünflächen und damit auch Spielplätze ist es ein tolles Signal, dass wir im Vorausblick auf die neue Mitte-Tempelhof bei den Kindern anfangen. Bei diesem Spielplatz können sich Kinder von 0 bis 14 Jahre freuen über eine Wippe, eine Slackline, ein Klettergerüst, ein Vogelnest, eine wunderschöne Rutsche und natürlich große Sandspielflächen. Hier im Bezirk ist es gute Praxis, dass Spielplätze immer gemeinsam mit den Kindern entwickelt werden. Alle gemeinsam haben hier die bestehenden Geräte bewertet, ihre Wünsche in einem Malworkshop im Sommer 2019 dargelegt und mit den Planern gemeinsam, das war hier das Büro Teichmann, die neuen Spielgeräte entwickelt. Die Verdoppelung der Spielplatzfläche und auch die Erneuerung der Spielgeräte war nicht ganz umsonst. Hier bedanken wir uns sehr für 270.000 Euro von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die hier in den Spielplatz geflossen sind. Wir sind fristgerecht in diesem Jahr fertig geworden und hoffen auf diese wunderschönen Herbsttage, dass vor dem Winter hier auch noch viel gespielt wird. Der Spielplatz ist hier naturnah gestaltet. Das sieht man auch ganz schön an diesen Treppen, die mit Hölzern angelegt sind und den Steinen. Und ansonsten ist das Hauptthema Tiere und Holz und eher Wald. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben hier wieder einen individuell gestalteten Spielplatz mit hochwertigen Materialien schaffen können. Und sogar das Landesdenkmalamt hat uns gelobt dafür, dass die Gestaltung sich so gut in das Gartendenkmal Franke-Park einfügt.